Grüß euch, ich darf mich vorstellen, ich bin der Christian und das ist meine Frau, die Niki. Miteinander sind wir die Hofstädters. Wir sind da in der Neukirche bei Münster. Ja, wir sind da in der Fichtau, heißt es, das Tal. Das liegt zwischen Attersee und Traunsee. Also auf der rechten Seite haben wir das Höllengebirge und auf der linken sieht man schön den Traunstein. Unser Haus gibt es jetzt, also ist namentlich erwähnt, 1526, genau. Ja, und seitdem gibt es uns. Gibt es das Haus, genau. Das war ganz zufällig durch die Wirtschaftszeitung. Da war immer eine Annonce drinnen und hab mich halt dann erkundigt und mich bei euch gemeldet und das ist eigentlich dann super schnell gegangen und wir freuen sich, genau, dass das jetzt was wird. Bis letztes Jahr haben wir Kühe gehabt, da ist der abgeweidet worden und Heu geerntet worden und genau, und jetzt sind wir weggegangen von der Mutterkuhhaltung und wollen eben andere Wege finden, wie man den Grund bewirtschaftet. Vor einigen Jahren ist halt eine sehr große Engerlingplage da gewesen auf dem Hang und dann war eben auf einmal die Wiese großteils weg und durch das sind wir dann irgendwie ins Denken gekommen, ob man da nicht irgendwas anderes machen kann, dass das hoffentlich nicht mehr passiert. Bestand ist ja eh schon da, also wir haben einen Obstgarten und dahinter ist eben das Weidenfeld von meiner Mutter, die dort Körbe flechten und die Bienen von meinem Vater, genau, also das sind eh schon Projekte, die es eben zum Bearbeiten gibt und sonst, ja, schauen wir, was kommt. Hallo Baumbuddies, heuer seid ihr wieder gefragt, uns zu unterstützen. Wir haben ein neues großartiges Projekt 2024. Wir stehen da bei der Familie Hofstädter und hier entsteht der neue Bodenwald. Ein klimastabiler Mischwald und eine Biodiversitätsoase. Wir brauchen euch und wir freuen uns, dieses Projekt gemeinsam mit euch zu realisieren.